Und da sind wir wieder. Anlauf Nummer 2 in der Champions League, nachdem wir ja ein nicht ganz so tolles Erlebnis gegen Prager hatten. Wir dürfen heute zu Hause ran gegen Olympique Lyon, bei denen es in der Saison auch noch nicht so wirklich läuft. Gerade das Tore schießen, ähnlich wie bei uns, fällt ihnen schwer. Ja, sie haben vor allem Probleme mit Mannschaften, die genauso spielen wie sie. Also die kontern. Und wenn keiner den Ball haben will und sie den Ball nehmen müssen, dann tun sie sich sehr schwer. Aber wir sind ja eine Mannschaft, wir wollen den Ball haben. Und wir wollen auch nicht den Ball abgeben, nur weil einer mit dem Ball nicht umgehen kann, sondern wir nehmen den Ball dann erst recht und gehen dann mit 80% Ballbesitz rein und gewinnen das Spiel 1-0 in der 90. Minute. Ja, wenn es wieder so läuft, ist für mich okay. Wir werden heute wahrscheinlich mit Wisdom Amey wieder rechts hinten beginnen, weil Carstensen etwas angeschlagen ist. Er ist krank, müssen wir mal schauen. Für die Bank wird es wahrscheinlich reichen, für die Startelf eher nicht. Und Outerraogo hat sich auch öffentlich wieder zu uns bekannt, hat gesagt, ich möchte doch in Berlin bleiben. Al-Hilal hat leider kein Interesse mehr an ihm. Und damit war er mit dem Verbleib in Ordnung. War okay für ihn. Ich denke, das ist ganz schön, weil wir wollten ihn ja nicht abgeben, weil er zu schlecht war, sondern einfach, weil wir zu viele hatten. Ja, ne? So viel dazu. Ich würde sagen, wir gehen rein gegen Lyon. Let's go. 3 Punkte. Champions League. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich Ihre Mannschaft heute von Ihrer besseren Seite zeigt? Pierre, wir haben das letzte Spiel gewonnen und wir haben das Spiel davor auch gewonnen. Also ich finde, wir haben uns eigentlich von ganz guten Seiten gezeigt zuletzt. Und Robin Lenormand wird heute etwas anders spielen. Ja, er wird die Position von Mary übernehmen, also auf der rechten Seite in der IV, weil Linus Gächter mal wieder einen Einsatz bekommt. Aber das wird er auch easy hinbekommen. Der ist gut in Form. Und Aimar ist eben noch wegen seinem Verletzungsproblem und auch... Weil, ja, ihr kennt ja die Thematik um ihn etwas außen vor, aber er benötigt einfach noch ein bisschen Zeit, sagen wir jetzt der Presse, dass da Ruhe ist. Und wir gehen mit wenigen Änderungen rein. Amey wieder rechts für Carstensen. Wie gesagt, Gächter spielt, Fabian beginnt statt Jones. Brancher für Marco und auf der rechten Seite Ben Richards. Und natürlich vorne drin Pascal, also so wenig Änderungen waren es gar nicht. Naja, aber ja, die Lyoner. Mit Julian Brandt auf der linken Seite und mit dem Torwart, der immer wieder für den Patzer gut ist. Also, das heißt, auf den hoffen wir heute nicht, aber einen Patzer nehmen wir natürlich gerne mit. Lyon spielt nicht gerne Fußball, sondern kontert hauptsächlich. Und das wissen wir auszunutzen und wir wissen auch, wie wir dagegen angehen. Von daher würde ich sagen, let's go, Jungs. Holt die nächsten 3 Punkte. Eric Dier. Mittlerweile hier und Sven Botman, also eine ganz gute IV hier bei den Lyonern. Da kann ich auch verstehen, warum man sagt: Okay, wir bunkern ein bisschen. Lorenzo Luca auch ein klasse Stürmer. Fabian macht dem aber gleich erstmal Druck. Der Junge ist halt 2 Meter groß. Aber gut, solange wir keine Flanken zulassen, ist es in Ordnung. So, Leipzig und United gibt es drei frühe Tore sogar. In der 7. Minute steht es da 2-1 schon für United. Sonst ist hier nicht viel passiert bei uns, außer 2 gelben Karten. Hier die Balleroberung, Dardai. Franca versucht, Pascal zu chippen. Was nicht ganz, aber Bayer findet ihn. Iñaki Pascal mit der Riesenchance. Klasse gehalten von Vicario. Im Tor und auf der Linie ist er super. Aber eben, sobald der Ball an Fuß geht, ist er sehr unsicher. Gächter kommt da nicht hin. Darf sich heute mal wieder zeigen. Hat sich den Einsatz auch verdient. Saß jetzt sehr lange auf der Bank. Aber gut, so ist das in Krisenzeiten, da kann man nicht jedem Einsatzzeiten geben. So, da hat Iñaki ein bisschen gepennt, leider. Langer Ball landet, aber bei uns Dennis Simon, hier sehr offensiv mit dabei, fast schon am Mittelkreis. Aber so wollen wir unser Torwart ja auch haben. Und das Spiel, wie erwartet, wir mit dem Ball und Lyon am Bunkern mit 11 Mann Mitte der eigenen Hälfte. Richter Fabian. Auf Franca, der rutscht sogar durch. Matthäus Franca mit dem 1-0 gewinnt da das Sprintduell gegen die Verteidigung von Olympique. Und macht das Tor wunderschön vollendet. Auch ein guter Ball von Fabian, wobei ich fast gesagt hätte, den muss man da jetzt so nicht spielen. Aber Franca holt hier einen super Sprint raus. Und klar, Eric Dier mit 34 ist sicher nicht mehr der schnellste. Sven Botman, ja, der hätte den eigentlich schon holen können oder müssen. So, Dominguez jetzt auch mit Gelb. Das heißt, der defensiv ausgerichtete zentrale Mittelfeldspieler bei Lyon, der da meistens die Zweikämpfe bestreitet. Das ist nicht schlecht für uns. Matthäus Franca probiert es ganz alleine. Ne, legt ihn ab.
Fabian kommt aber nicht ganz hin. Und dann spielen wir das richtig gut. Ein traumhafter Angriff. Über 5, 6 Stationen. Ball wird geklärt. Barkov, Dardai, erster Kontakt auf Franca. Franca raus auf Richards. Und er legt ihn nochmal in die Mitte, wenn ich es jetzt richtig rekonstruiert habe. Ne, Fabian war es tatsächlich. Richards legt ihn rein. Und Mateusz Franca, ja, war da wohl ein bisschen frustriert, dass es gegen Hoffenheim nur zum Bankplatz gereicht hat. Hier mit dem Doppelpack in der Champions League. Um uns früh den Weg zu bereiten gegen Lyon. Sehr schön. Dardai bei der Eroberung Ben Richards. Aber bei Lyon läuft noch nicht wirklich was zusammen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Maxi Bayer, jetzt klatscht der Ball an die Latte. Marco Fabian versucht Richards in den Angriff einzubinden. Kommt nicht ganz und wir fangen schon wieder den Ball ab in Iñaki Pascal. Aus der Drehung, klasse Parade auch von Vicario. Dem können wir hier am wenigsten einen Vorwurf machen. Wobei vielleicht den zweiten hätte er antizipieren können. Schwierig, Lenormand spielt er ja in seinem Heimatland. Ja, da will er natürlich auch gern treffen. Hat er überhaupt Länderspiele gemacht? Ja, ein paar schon, ne? Ne, kein einziges. Schade. Ist da immer ein bisschen vorbeigerutscht. Aber gut, ich meine, die Franzosen haben halt auch eine brutal, brutal starke goldene Generation. Schon über einige Jahre. Wer weiß, wie lange die noch geht. Und Iñaki Pascal hat was abbekommen. Fährt in der Oberschenkelrückseite. Durchaus eine Option, da vielleicht Alexis Barrero mal zu bringen. Aber erst später in der Partie, wenn das 2-0 hier vielleicht zur 60. Minute noch besteht. Richards, klasse Tackling, Lenormand. Iñaki Pascal spielt ihn auf Armee. Er findet Dardai, Franca, Fabian. Boah, der Pass war ein bisschen kurz. Den fängt sogar Julian Brandt ab. Und Aua durch auf Lorenzo Luca. Außer Distanz an die Latte. Na gut. Da hat, oder war sich Dennis Simon sehr sicher, dass der nicht reingeht, so wie er reagiert hat. Nein. So, hinten einfach nur nicht den Ball verlieren. Barco, Linie lang auf einen starken Franca heute. Fabian, der auch immer wieder den Ball hinten raustreibt. Dardai mit dem Fehlpass, aber holt ihn sich direkt zurück. Und Mateusz Franca, schade, kommt nicht ganz an. Ottmann, Brandt, gute Balleroberung von Amey. Fabian wieder der Chipball. Dieser kommt er wieder nicht an. Ah ja. Aus der Drehung. Dyer fängt den ab. Und dann spielen sie es ganz, ganz schlecht hier. Von Lyon haben Glück, dass Franca den nicht ausnutzt. Zu seinem Hattrick. Wir gehen mit einem sehr verdienten 2-0 in die Halbzeit. Und ich kann nur sagen, ich bin zufrieden mit den Jungs. Barco mit der gelben Karte und der schlechten Leistung. Das ist eigentlich schon ein Indiz, wo man sagt, Auswechslung, Auswechslung. werden wir wahrscheinlich auch machen, werden Steven Chindo die Spielzeit geben. Ben Richards mal wieder eine klasse Partie. Hat er auch die eine Vorlage gesammelt für Mateusz. Auch Bayer, gute Partie, obwohl er momentan noch weiterhin ohne Torbeteiligung ist. No more wisdom, Armee, Richards. Und Lyon lässt uns da auch ein bisschen rausspielen. Das ist alles so ein bisschen Alibi anlaufen, da ist so keiner, wo man sieht, den Ball möchte ich unbedingt erobern. Und Barco werden wir jetzt wahrscheinlich schon rausholen, weil das ist mir ein bisschen zu riskant. Ist da auch wieder sehr plump in den Zweikampf gegangen gerade. Wir wollen hier nichts riskieren. Verlässt das Feld früh und Steven Chindo kriegt seinen Einsatz verdientermaßen. Gechter. Kleiner Ball auf Armei, kommt gut an. Klasse Ballannahme. Dardai, Mateusz Franca, Fabian. Ja, Seitenwechsel schwierig, aber Armei macht den fest und dann ist Platz dafür bei Richards. Da springt der Ball kurz, spielt das dann aber nicht gut genug. Saidu kann den nur auf den Torwart klatschen lassen, der haut den irgendwie raus. Ball bleibt bei uns, Franca. Fabian Bayer kommt nochmal an den Ball, abgefälscht. Vicario ist da. Marseille hat es auch irgendwie so mit den italienischen Keepern, ne? Hatten da ja erst Cornecaccio, irgendwie sowas. Der jetzt dann zu Newcastle ist, glaube ich. Jetzt wieder mit Vicario. Alter. Mateusz Franca, mach den Hattrick, Junge! Maschine! Deswegen habe ich dich draufgelassen. Sehr, sehr geil. Drei Dinger von Mateusz. Tut ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Und auch Maxi Bayer jetzt mit der Torvorlage. Und dann können wir, ich denke, in Ruhe noch mal ein bisschen rotieren. Letzte halbe Stunde.
Lorenzo Luca mit Esteves. Übrigens haben wir den auch überlegt, ob wir den als Verteidiger holen. Aber am Ende war das Gesamtding ein bisschen zu teuer. Dann ist er nach Lyon. Auch okay. Julian Brandt. Und hier dicker Chipball. Ja. Puller zwar nicht, aber fliegt in Zeitlupe Richtung unser Tor. So, und jetzt werden wir mal schauen, was wir noch wechseln können. Gerne würde ich Alexis Barrero vorne reinbringen in den Sturm. Für Iñaki Pascal war heute nicht sein Spiel, ist aber auch nicht schlimm. Dafür haben wir ja Mateusz Franczak gehabt. Dann Dardai raus. Und ich denke, wir bringen Mausehund. Und ich würde auch Joel Agiekum gerne bringen. Dann haben wir noch einen Wechsel offen. Dann gucken wir mal, welcher das dann wird. So, Fabian mit Bayer und Chindo auch draußen. Chindo, danke, kommt. Kann nicht so richtig geklärt werden. Richards, abgefälscht. Mosund springt da nochmal rein mit allem, was er hat. Ich denke, wir werden Bayer die Auszeit geben heute. Aua, gut aufgepasst von Simon. Und geben wir Rooney den Einsatz über links. Da freut er sich auch. Franca darf durchspielen bei einer geilen Partie von ihm. Vielleicht macht er sogar noch ein viertes. Aber Lyon scheint noch mal ein bisschen Hoffnung geschnuppert zu haben, wie es aussieht. Agiekum macht es sehr souverän. Amey, Richards, Franca. Ich glaube, das spielen wir heute auch zu gut. Da ist Lyon einfach chancenlos. Mateusz Franca legt den sogar noch mal ab für Rooney. Barrero, aber das war klares Abseits. Den hätte er sogar auch selber machen können, aber da sieht man auch, was das für ein Teamspieler ist, ne? Dass der seine Jungs da mit einbezieht, jeden nochmal mitnimmt und pusht. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so lange so wenig Scorer gesammelt, weil er immer versucht, die Mitspieler stärker zu machen. Maus und klasse Balleroberung. Braucht den aber auf rechts, kriegt den aber nicht auf rechts. Und dann der Ballverlust. Bleibt aber weiterhin bei uns nach den Klärungen. Mit der Klärung von Lyon, der lange Ball landet dann bei Vicario. Und der darf sein Fußspiel wieder verbessern. Ein Abschlag gewonnen von Agiekum. Kopfballduell. Und da passen wir richtig gut auf. Auch Gechter mit einer ordentlichen Partie gefällt mir. Rooney über links. Zieht da easy vorbei. Und jetzt leg ihn quer auf Alexis Barrero. Erstes Saisontor. Beide Joker netzen wieder. Beziehungsweise einer legt vor, einer netzt. Sehr schön. Für beide freut sich extrem. Klasse Weg von Rooney. Das ist der alte Rooney, den wir haben wollen. Und Alexis Barrero, glaube ich, mit dem ersten Tor für uns, ne? Ach, komm, hier wollte ich reinschauen. Ja, sein erstes Tor. Ne, er hat schon mal eins gemacht. Er hat damals schon eins gemacht. Oh, weiß ich gar nicht mehr. 2,25. War schon ewig her. Naja, sehr, sehr stark. Das ist heute wirklich eine Demonstration, muss man sagen, was wir hier abliefern. Also Lyon komplett chancenlos. Wenn es schlecht läuft, gibt es hier sogar noch das fünfte. Mich würde es nicht stören. Also ich nehme hier gerne 5 Tore mit als Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Geht gegen Hamburg jetzt, kann das sein? Bin mir gar nicht ganz sicher, müssen wir gleich nochmal zusammen schauen. Richards, schlechter Pass. Aua, Konterchance. Da ist jetzt Omar Marmoush. Wird aber geblockt von Linus Gechter, der heute auch wieder zeigt. Coach, ich bin durchaus eine Option für die erste. Nimm mich doch mal wieder öfter mit. So, Moukoko trifft hier zum dritten Mal zum 4-3 gegen Leipzig. Botman nochmal, ne. 5-3 steht sie mittlerweile sogar. Wow. Da ging es ab. Marseille führt 5-1. Ach, stimmt. Was, Marseille war das ja mit dem italienischen Keeper. Es war gar nicht Lyon. Mein Fehler. Aber scheinbar sind die italienischen Keeper einfach in Frankreich dann beliebt. Ne? Diese lassen wir trotzdem so stehen. 4-0-Sieg gegen Olympique Lyon. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben Lyon gar nicht zum Zug kommen lassen. Barrero trifft. Rooney mit Vorlage und einem geilen Spiel. Franca brauche ich sowieso nicht sagen. Richards richtig gut wieder auch nach der Verletzung rein. Letztes Mal Vorlage, diesmal Vorlage. Was ein Typ. Fabian sehr stark. Komplette Verteidigung. Sehr souverän. Auch Chindo gefällt mir. Barco wieder schwächelnd.
Dardai Lenormand, Bayer sehr stark. Pascal, ja. Also insgesamt super Ergebnis, super Auftritt. Kann man nichts anderes sagen. Sehr, sehr geil, was wir hier gespielt haben heute. Wie wichtig ist dieses Ergebnis angesichts der gegebenen Umstände? Sehr wichtig nach dem kleinen Patzer. Zu Beginn, ich würde sagen, es ist ein Riesenergebnis, weil wir alles gemacht haben, was nötig war, um zu gewinnen. Und frei gibt es nicht. Das, oder komm, schauen wir mal. Ne? Und wir müssen über den Sieg begeistert sein. Auf jeden Fall. Ich würde die 90 Minuten am liebsten für immer im Blut behalten. Und dass ich das auch mache, steche ich mir ein Tattoo mit 4 zu 0. Was haltet ihr davon, Freunde? Ist cool, oder? Gucken wir mal, was die ganzen anderen Kandidaten so gemacht haben. Es gibt zwar morgen noch ein Nachholspiel von, an heute, von Milan und von Atletico, aber ich glaube, das ist so wichtig, wird es jetzt nicht. Wir gucken einfach mal, wenn alle spielen, ja, wenn die halt separat spielen wollen, dann sind sie selber schuld, ne? Wenn sich da keiner für interessiert. So, Monaco 3-0 gegen Midtjylland. Super, machen da ihren Job. Barcelona macht ihn nicht gegen Leeds. Die hier die Champions League ein bisschen aufmischen. Bayern souveränes 3-0 gegen Chelsea. Ja, kann man so machen. Liverpool 1-0 gegen Ajax. Auch PSG tut sich schwer gegen Porto. Also da ist was möglich dieses Jahr. Aber wir haben halt schon wieder 3 Punkte hergeschenkt am Anfang. Salzburg gewinnt gegen Saloniki. Rotterdam gewinnt gegen Glasgow. Wir mit einem souveränen 4-0 gegen Lyon. Inter 0-0 gegen Dortmund. Deutschland muss halt auch ein bisschen aufpassen, ne? Was die 5-Jahres-Wertung angeht. Leipzig verliert nämlich 5-3 gegen United. Puh. Krasses Spiel. Max Aarons, ja, auch noch mit dem Tor. Krass, ne? 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3. City gegen Turin, auch mit einem 2-2. Also man muss, also da muss man wirklich sagen, prinzipiell von dem neuen Modus in der Champions League mit den Aufeinandertreffen hier von den Großen direkt auch in der Gruppenphase, also häufigeren Aufeinandertreffen, das ist ganz geil gelöst. Also da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Allerdings, ob man da jetzt die 8 Spiele braucht, da, klar, mit 6 Spielen wird es halt auch immer ungenauer und so weiter, ne? Aber für die Spieler ist das halt scheiße. Merke ich ja mit unseren Jungs. Die sind ja alle komplett entspannt, wenn die keine Champions League mehr spielen und einfach in der Rückrunde ohne, also nur noch mit der Bundesliga drin sind und dann schießen wir alles ab. Da verlieren wir ein einziges Spiel in der Rückrunde. Und das ist Köln am Anfang. Und danach gewinnen wir alles. Ja. Marseille 5-1 gegen Rastgrad. Sehr gut. Machen das, wie man es machen soll. Jungs, guckt es euch ab. Eindhoven 1-1 gegen Galatasaray. 94. Minute. Demir mit dem Tor. Real 3-0 gegen Tottenham, das kann man so unterschreiben. Tottenham sehe ich jetzt in den nächsten Jahren nicht wirklich groß mitspielen um die Champions League. Anderlecht 2-1 Sieg trotz roter Karte gegen Dinamo Zagreb. Braga gewinnt erneut gegen Fiorentina, sammelt da sehr wichtige weitere 3 Punkte und insgesamt 6. Und Villarreal, klar, die schießen mal wieder jemand ab und das ist diesmal Drabzon Sipor. Und ja. Damit sieht die Tabelle erstmal wie folgt aus. Ist noch nicht so aussagekräftig, ne? Aber wir haben mit Prager, mit United, mit Liverpool, Monaco und Marseille 5 Mannschaften, die bisher alles gewonnen haben. Mal gucken, wie es da weitergeht. Für uns geht es weiter am Sonntag, glaube ich, gegen den HSV. Und da heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen. Für euch ist es morgen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. 3 Punkte gegen Hamburg, die nehmen wir jetzt auch noch mit.